Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind hier auf der Map Rheinhessen. Ich bin der Shorty von der Test Area und der Roder ist. Der ist so. So ist der nicht gründlich. Ich will ihm mal. Motor anmachen und so. Ich will ihm mal den Knicklenker wegnehmen. Dass er nur noch Allradlenkung hat. Genau. Und vielleicht ist er dann gründlicher. Das kann ich ja hier mal ausprobieren. Wir müssen jetzt aufs Nachbarfeld. Rotkohl. Das ist auch ungefähr eine Ladung. Und dann ist der Bedarf an Rotkohl in der Salatküche, so heißt es ja. Da ist die 11. Der Bedarf in der Salatküche ja gedeckt. So. Und Kurs generieren. Feld 11. 11, 2,5 Meter, 14 Vorgewende scharf. Generieren. Das geht mal hoch. Da ist die 11. Kurs speichern. 11, 11 oder mit 2,5 Meter. So. Starten. Rotkohl. Ja, schön. Ein Roder für drei Fruchtsorten. Das hat doch was. Und vielleicht ist er jetzt ohne Knicklenkung ja. Ach, er macht die Knicklenkung wieder an. Cosplay aktiviert die Knicklenkung wieder. Ne? Gut. Da machst du dann nichts, ne? Da musst du dich der Gewalt von Cosplay unterwerfen. Na egal. Der Fermenter ist voll mit Gras. Jetzt bleibt nur übrig, mal zu schauen, wo kommt noch überall Gras rein. Also, ne, hier. BGA auf keinen Fall. Die läuft auch schön durch. Die verteilt Gärreste bei Bedarf. Ja, Milch ist da. Was fehlt hier? Butter. Butter kommt, wenn die Stunde rum ist. Das mit den Eiern läuft. Eis. Da haben wir den Honig. Da fehlt die Sahne. Da fehlt die Schokolade. Ja, ich kann nicht zaubern. Ne? Die Getreidemühle. Die braucht auch kein Gras. Honig. Das lügt von alleine. Stroh und Gras. Hier, Gras. Das ist der Komposter. Da geht ein bisschen Gras rein. Hof. Komposter. Abladen. So. Ah ja. Da müssen wir zwischendurch immer mal einen Blick drauf schmeißen. Da irgendwo Sushi-Rollen rumliegen. Die könnten wir dann zwischendurch abliefern. Hier wird schon Heu verkauft, weil ich kein Heu mehr brauche. Den muss ich aktivieren. Monsignore Apparere. Für Feld 11. 11. Ja, hier. Jetzt geht es hier wieder an die Sache. Ich muss mal schauen. Das ist ja hier. Was ist reif, ne? Was ist nicht reif? Hier oben haben wir für unseren Drescher nichts. Was ist denn auf der 27 drauf? Hopfen für die Saftbox. Müssen wir dann auch noch, ne? Hopfen. Wie sieht denn Hopfen aus? Saftbox. Saftbox, Saftbox, Saftbox. Ich glaube, ich habe da ein Problem. Saftbox braucht Hopfen. Hopfen sieht so aus. Ja. Kann ich Hopfen? Das ist ja jetzt eine gute Frage. Habe ich den Drescher? So, kann ja Hopfen. No. Rübentechnik kann keine Hopfen. Jetzt habe ich da Hopfen und kann keinen Hopfen ernten.
Mit irgendwas muss ich doch aber Hopfen ernten können. Mit Häcksler. Hier ist. Doch, mit dem Häcksler. Hopfen kann ich häckseln. Ha! Das ist ja gut. Dann fahr du jetzt mal hier zu 42 und kriegst den Roggeneinsatzbefehl. Und ab. Und den Häcksler, damit fahre ich zu Feld 27. So. Kurz löschen. Die muss IP Ölmühle abladen. So. Du bleibst hier. Du arbeitest. Du bist gleich erst gebraucht. Erstmal alle, ne, aus dem Weg. Hofsilageproduktion. Wir brauchen nach dem Komposter. Komposter. Nirgendwo mehr Gras, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Kleidung, Schokolade, Möbel. Möbel steht, weil kein Holz da ist. Ja, verstehe ich. Hier ist voll mit Gras, hier ist voll mit Gras. Stoffmischration ist voll mit Gras. Jawohl. Wasser, Wasser, Wolle, Zuckerrüben, da muss nirgendwo Gras hin. Wir müssen mal beim Sägewerk eben gucken gleich. Nur noch mal zur Sicherheit schauen. Ja. Okay. Bäckerei, Landbäckerei, Milch, Multi, Rebhaus, 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 Saftbox, Salatküche, Schneiderei, Schoko, Schoko. So, die Schreinerei. Da fehlen die Bretter, Silage, Silage, Spinnerei, Sägewerk. Stellt Bretter her, Sägewerk hat aber kein Holz mehr. Ich werde Holz zukaufen. Maximale Menge. Ich werde jetzt nämlich nicht nochmal Holz fällen. So, und damit arbeitet die Geschichte jetzt auch wieder. Ja, sonst brauchen wir nirgendwo Gras. Das heißt. Viehmarkt. Viehmarkt. Und läuft. Hier müssen wir jetzt auch ernst machen. Da werden wir wieder mit zwei Abfahrern arbeiten. Unser Roggen ist ja auch immer so. Hoher Ertrag, ein Abfahrer reicht nicht, kennen wir, ne? Haben wir jetzt oft genug gemacht. Wahrscheinlich ist die Getreidemühle der Roggen schnell voll. Wir können mal gucken bei der Getreidemühle. Roggen, ja, das geht ruckzucki. Dann können wir den Roggen wieder verkaufen. Ne? Ja, 27. Wir haben ja doch schon mal gehäckselt, ne? Steinsammler sehen. Nein, wir haben noch nicht. Das heißt doch, wir haben gehäckselt, aber wir haben den Kurs nicht. Uff erhoben. Uff gehoben. Soll ich hier mal scharfe Ecken machen? Ach was. Muss nicht. So, 9 Meter ein Fahrzeug, 4 Vorgewände weich. Generieren. Und dann 27. Kurz speichern. Feld 27. Häcksler. 9 Meter. So. Erster Wegpunkt.
Dann brauchen wir noch Abfahrer. So, 27 Hopfen für die Saftbox. Alles klar. Der kommt jetzt hier hoch. Und dann kippt er das Lavendel-Gedingsel aus und dann schicken wir den zum Feld 27. Oh, das war knapp. Und dann kann er hier den Saft boxen. Na? Sehr gut. Abfahrermodus Feld 27 und Industriepark und Saftbox abladen. Wie viel passt denn in die Saftbox rein? Das ist jetzt mal die gute Frage. Saftbox. Wir haben keine Trauben. Wir haben keine Trauben. Warum haben wir denn keine Trauben? Ach, die werden ja auch anders noch verarbeitet. Ne? Ja, da werden Rosinen draus gemacht. Da wird Trester draus gemacht. Traubensaft. Ja, Hopfentee ist aber aktiviert. 500.000 Hektar. Das wird schon. Der wartet jetzt, weil jemand den Berg hochkommt. Jo, ich werde den jetzt schicken. Erstmal zu 42. Mit der Roggenernte unterstützen. Getreidemühle. So. Der unterstützt jetzt auch als Abfahrer, aber dann den Häcksler, ne? Auf der 27. Wir haben noch viel mehr zu häckseln. 27. Industriepark. Saftbox. Abladen. Gib ihn. Jawohl! Gut, dann nehme ich euch jetzt noch einmal mit. Ich habe da nämlich gesehen. Wir fahren mal gegen die Richtung. B zum Aktivieren. Ich habe nämlich gesehen, dass schon Sushi-Rollen hier auf dem Feld liegen. So. Wunderbar. Die gehen natürlich an die Spinnerei. Die spinnen doch die Römer. Das klappt so viel besser, ne? Muss ich ja sagen. Ohne Anhänger. So. Dann fahren du. Industriepark. Saftbox, 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 nein. Produktionen. Bop, 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 Land, Milch, Milch, Schreinerei, Schoko. Spinnerei. Setz your part. Let's drive hin. 17 Tonnen nur. Die wiegen also gar nichts. Finde ich gut, wenn die gar nichts wiegen. Weiß jetzt nicht. Ach komm, ich lass dich so rumfahren. Ist schon in Ordnung. Ist schon in Ordnung. Hier geht's jetzt an den Hopfen. Ja, das erste Vorgewende ist immer ein bisschen knuselig, wir wissen, aber das Feld ist auch klein und eckig. Das wird sowieso knubbelig. Aber dann haben wir bald auch den Hopfentee am Laufen. Ne wahr? Ne woll? Das ist doch schon mal eine feine Sache. Und wenn wir dann den Häcksler nehmen zum Maishäckseln für unser Mais, dann haben wir wahrscheinlich die Ladewagen frei. Ob das so gut ist, weiß ich noch gar nicht. Ups, die Sushi-Rollen. Die Ladewagen brauchen wir auch für Stroh und so.
Ah, wir werden sehen, Leute. Wir werden sehen. Also ganz durch sind wir noch nicht. Wir sind aber trotzdem jetzt bei der letzten Ernte oder beim letzten Erntezyklus hier auf dieser Map. Und ja, dann wird es Zeit für ein neues Projekt. Ich habe noch keine Ahnung was. Werde mir dann noch in Ruhe was angucken und suchen, damit das auch hier weitergeht mit den Daily Videos, ne, ihr Lieben. Vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen, Mitmachen und dabei sein. Ich freue mich schon wieder auf eure Kommentare, gerne auch auf Discord. Den Link zum Community Discord Server findet ihr unten in der Videobeschreibung unter mehr Ansehen. Da seid ihr immer alle herzlich willkommen. Und die Räume sind auch alle zugänglich da für euch, sobald ihr im Server aufgenommen wurdet, also eine Rolle zugeteilt bekommen habt. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das unterstützt meinen Kanal und motiviert mich, weitere Inhalte für euch zu produzieren. Da haben wir dann also alle was von. Abonnieren nicht vergessen, das ist bei YouTube gratis. Und dann noch die Glocke aktivieren, damit ihr keine Daily Videos, Livestreams, Mod-Vorstellungen oder Tutorials auf meinem Kanal mehr verpasst. Ich war, bin und bleib der Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen. Was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.